Hallo meine liebe Waage, herzlich willkommen. Das ist ja lustig, zweite Mal jetzt. Der zweite Versuch, dieses Video hier abzudrehen. Wir sind gespannt, ich Zwilling, bin gespannt, was bei dir Waage passiert. Ja, meine lieben Luftzeichen, ich freue mich, dass ihr da seid. Für die, die neu sind, herzlich willkommen in meinem Feld, auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du neugierig bist und schauen möchtest, was hier von Mitte bis Ende Oktober auf dich zukommt. Für alle, die neu sind, ich freue mich einfach, dass ihr mich gefunden habt und möchte euch jetzt hier in diesem Sinne oder im Zuge dessen, möchte ich euch ganz kurz erklären, was auf euch zukommt. Also erstmal nehme ich jedes Mal andere Karten, ja, damit es ein bisschen abwechslungsreich bleibt und nicht so langweilig wird. Dann habe ich diesmal die Mond-Orakelkarten, damit werde ich die Überschrift ermischen. Dann habe ich das Tarot, da werde ich schauen, was in den kommenden 14 Tagen auf euch zukommt. Und klären werde ich das Tarot mit den Kipper-Karten. Also das wird hier heute ganz spannend. Zumindest ist es bei den anderen Legungen echt wirklich spooky gewesen. Und ganz zum Schluss kriegt ihr noch eine Göttinnen-Orakelkarte. Ich werde zwei reinlegen. Die erste Reihe ist für die dritte Woche, die zweite Reihe ist für die vierte Woche. Es kann ein Thema sein, es können aber auch zwei verschiedene Themen sein. Wenn du mit diesen Themen oder mit allen der Themen nicht in Resonanz gehst, ist es nicht schlimm. Du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, dass du dir Mond, Venus, Aszendentzeichen nochmal anschauen kannst. Und genau, und ansonsten kannst du dir auch natürlich gerne eine persönliche Legung buchen. Alle Informationen findest du in der Infobox. Und du kannst natürlich auch dir eine Heilarbeit buchen, wenn du das Gefühl hast, du bist blockiert und du möchtest mehr an dir arbeiten, du möchtest hier vorankommen. Und du hast schon so viel probiert und du kommst irgendwie gar nicht zu Potte, dann heiße ich dich herzlich willkommen in meiner Community. Melde dich gerne und dann schauen wir, was wir machen können, okay? So, meine Lieben, für die Waage, dritte Woche im Oktober. Was ist das denn jetzt hier? Möchtest du oder möchtest du nicht? Nein, du möchtest nicht. Gut. Du möchtest. Na, dann kommst du halt. Ja, Fülle. Wunderbar. Meine Lieben, die Fülle in der dritten Woche. Sehr schön. Wir haben die 38, ja, das ist die Quersumme 11, das heißt, göttliche Zahl, könnt gerne mal googeln, was das bedeutet. Die Fülle, ja, dir geht es gut in der dritten Woche. Waage, du bist ausgeglichen, du bist entspannt, du bist glücklich, also zumindest nehme ich die Fülle dahingehend so wahr. Wir gucken jetzt mit dem Tarot, was wir hier noch für Botschaften bekommen. So. Was ist bei der Waage denn Thema? Ah, ja, wunderbar. Sechs der Kelche. Du kümmerst dich um ein Stück weit um deine Vergangenheit. Das ist mit Sechs der Kelche. Das ist die Nostalgiekarte. Du reflektierst, wie war es denn vorher? Es könnte sein, dass die Fülle relativ neu in deinem Leben ist und dass du sagst, ich bin stolz auf das, was ich erschaffen habe oder was ich in meinem Leben geschafft habe. An diesem Punkt möchte ich sagen, alles, was ihr hört, schnarchen und grunzen, es ist kein Mann. Nein, ich habe ein Boxermädchen, die gerade ihr Vormittagsschläfchen macht. Also nur mal zur Information, falls ihr es hier grunzen hört oder so. Oder komische Geräusche hört. Das ist mein Hund. So, genau, der Stern. Du bist dir sehr wohl darüber im Klaren und du lächst auch nach Klarheit. Du möchtest hier gewisse Dinge regeln und dir ist auch wirklich im Klaren, was du bis jetzt geschafft hast. Also du wirst dir im Klaren, was du erarbeitet hast, um hier in die Fülle zu kommen. Du bist letztendlich stolz und das kannst du auch. Ja? Eine sehr fleißige Waage. Sehr erfolgreich und sehr fleißig. Das hört man doch gerne. Vier der Schwerter. Ja, du schaust dir auch die Situation ganz genau an. Du überlässt hier nichts dem Zufall, ja, sondern sagst dir, nö, ne? Ich schaue mir das Thema jetzt ganz genau an und das ist hier eine positive, schicksalshafte Wende. Also ich denke mal ganz klar, du warst lange nicht in der Fülle. Du hast lange an einer Situation, an einer Sache gearbeitet und du hast gesagt, ich kann mich jetzt entscheiden. Entweder falle ich jetzt ins Elend oder ich acker mir jetzt die Seele aus dem Leib, damit ich auch in die Fülle komme. Und du hast dich dafür entschieden, dass du letztendlich in die Fülle kommst. Und das ist das, was in der dritten Woche für dich eine positive, schicksalshafte Wende nehmen wird. Ja, also da wirst du definitiv steil gehen. Definitiv, ja. Du wirst reflektieren und du wirst sagen, wow, Wahnsinn, ja. Es gibt hier jemanden, der sich Gedanken macht. Es könnte jemand aus der Familie sein,
Ja, es kann aber auch ein Freund sein, jemand, der dir nahesteht. Hier gibt es jemanden, der sich Gedanken darum macht. Vielleicht hast du auch so viel gearbeitet, dass du mal eine Auszeit brauchst, sagen sie auch, weil wir haben hier die vier der Schwerter und die vier der Schwerter ist ein Zustand in der Waagerechten, ja, wo man sich sozusagen, wo man stagniert, wo man zur Ruhe kommt. Ich zeige euch das mal. Seht ihr das? Ja, wo man wirklich sich genau diesen Zustand anschaut. Und das ist genau das, was sehr positiv ist. Du reflektierst. Und ich denke, mit seinen Gedanken haben wir die Energie, dass das jemand in deinem Feld ist, der dich schon im ganzen Prozess beobachtet, begleitet, vielleicht auch betreut, der vielleicht ein guter Freund ist mit Rat und Tat, der hier zur Seite steht und der sich vielleicht auch ein Stück weit in dich verguckt hat, das kann es auch sein. Und du weißt auch, das ist auch klar, dass du entweder viel unterwegs sein wirst oder aber, dass du mal eine Auszeit brauchst. Wir haben die Reise. Es könnte auch sein, dass diese Person, die sich hier gerade Gedanken über dich macht, aus deiner Vergangenheit ist und dass du zum Beispiel eine Reise zu dieser Person machst. Ja, Stagnation, Auszeit nehmen, das kann es ja auch sein, ja. Eine Auszeit, sagen sie, würde dir gut tun, damit du deiner Kraft bleibst. Ja, und du hast hier eine Dame an deiner Seite, eine gute Dame, die dir auch mit Rat und Tat zur Seite steht. Und über die machst du dir Gedanken. Das könnte zum Beispiel deine Mutter, deine Großmutter sein, vielleicht geht es ihr gerade nicht gut. Ja, vielleicht fährst du auch genau zu ihr hin, ja, und hast dann deine Arbeit, dein Business, eine Person, die sich Gedanken macht, weil du halt dich noch außer um die Arbeit noch um jemand anders kümmerst. Das kann es ja auch sein. Wir haben hier das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer sagt, komm mal zur Ruhe. Mach dir dein Zuhause schön. My home is my castle, sagen sie mir. Was auch immer das zu bedeuten hat. Ja, also hier ganz, ganz wichtig. Der Energiekraftplatz für dich ist dein Zuhause. Ja? Was für Nachrichten. Ja, du kannst stolz auf dich sein, Waage. Du hast hier richtig... richtig toll und viel geschaffen und du hast dich toll entwickelt, wirklich. Aber du machst dir trotzdem Gedanken über eine Dame, eine gute Dame. Der Fokus, ja, das ist typisch Waage. Wenn Waage Blut geleckt hat, dann ist Waage absolut ausgleichend und fokussiert. Ja, wir haben den Fokus, auf was fokussierst du dich? Ja, auf das, was dich interessiert. Du bist sehr fokussiert. Und ich gucke mal, auf was du fokussiert bist. Naja, wie hätte es anders sein sollen? Guck mal, meine Süßen. Du bist fokussiert auf die Arbeit. Wir haben die 8 der Münzen. Das ist die Arbeitskarte. Wenn du nicht mal ein Workaholic bist. Wenn du nicht mal... Ja, ich höre schon. Ja, wenn ich was erschaffen will, muss ich ranklotzen. Ja, stimmt. Von nichts tun und Doku-Soaps gucken und wie sie alle heißen. Ich sage jetzt nicht die Sender. Nur vorm Fernsehen gucken bringt es nichts. Ne? Also seitdem ich keinen Fernseher mehr habe, lebe ich wesentlich entspannter, Leute. Und das kann ich euch sehr empfehlen. Ansonsten haben wir hier den Hermit bei euch in eurem Feld. Der Hermit ist jemand, der sich zurückzieht, ist Jungfrau-Energie. Du ziehst dich hier, und das ist wichtig, der Fokus auf die Arbeit und auf deine körperliche Gesundheit. Ich mache hier keine Gesundheitsberatung, aber es liegt hier drin, dass du diesen Ausgleich schaffen sollst, ja? Zwischen Arbeit und Privatleben. Genau, und dann haben wir den Ritter der Schwerter, was mir sagt, dass immer dann, wenn du dich zurückgezogen hast, du dir letztendlich auch die Kraft geholt hast und dann aber direkt wieder vorangehen kannst. Ja, Waage ist halt ausgleichen. Und guck mal, Waage, du weißt letztendlich mit der Energie der Hohen Priesterin, weißt du genau, um was es geht hier. Du fokussierst dich auf die Dinge, die dich interessieren. Okay, mich interessiert es, dass ich aus nichts, aus einer Zitrone eine Limonade mache, hast du in der dritten Woche auf jeden Fall gute Chancen. In der vierten Woche fokussierst du dich auf das, was dich interessiert, ja. Du arbeitest daran, du ziehst dich mal wieder zurück, und gehst aber jedes Mal nach dem Rückzug gestärkter und direkter voran. Also du hast das verstanden, das finde ich echt mega. Ja, du weißt genau, was dir gut tut, was dir nicht gut tut. Das eins ist hier mit der Dame, mit der guten Dame, wo du dir hier Gedanken machst. Okay.
Ja, die 8 der Münzen, die Arbeitskarte. Um was geht es hier bitte noch? Ja, dir neidet man dein erfolgreiches Arbeitssein. Also passt auf, Diebstahl ist letztendlich ein ungewolltes Entnehmen deiner Eigentumsgeschichten. Es kann Geld, materielle Dinge sein, aber ich sehe hier in dem Diebstahl den Neid. Man gönnt dir deinen Erfolg nicht. Und dann kann ich dir schon mal sagen, Erfolg muss man sich erarbeiten. Ja, das ist ganz klar. Und Neid aber im Übrigen genauso. Ja, also beides. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du was tun. Und aufgrund deiner neuen Energieschwingung, die du hier mitbringst, wirst du natürlich auch Neider haben. Da musst du bitte ein bisschen aufpassen. So, genau. Du wirst dich hier eventuell sogar über längere Zeit mal zurückziehen. Ein langer Weg. Oder du hast es verstanden, dass du dich zurückziehen musst. Und dieser Prozess des Verstehens, dass man nicht nur arbeiten, arbeiten, arbeiten kann, hat hier bei dir eine ganze Weile gedauert. Das kann es auch sein. Je nachdem, wie dein Zustand ist. Bist du sehr erschöpft, dann wirst du hier eine ganze Weile in die Auszeit gehen müssen. Ja, verlängertes Wochenende, Kur, irgendwas in diese Richtung. Also du wirst dir eine Möglichkeit erschaffen, vielleicht auch ein Wellness-Wochenende, wo du dir die Kraft holst. Und das wirst du auch über längere Zeit machen müssen. Also achte bitte mal ganz arg auf dein Verhältnis Arbeit und Auszeit. So, Ritter der Schwerter ist das direkte Vorangehen. Das ist echt genial. Ja, und dadurch geht es dir einfach gut. Da bist du schon das reiche Mädchen. Ja, du wirst halt, du weißt halt, du bist wissend, du weißt, was du tun musst. Ja, um hier erfolgreich voranzugehen. Ich habe hier nochmal eine Auszeitkarte. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass du hier eine Auszeit dir nimmst. Ansonsten könnte es sogar sein, dass du kurz vorm Burnout stehst oder die Krankheit kann auch hier nochmal ein Hinweis sein, dass du bitte nicht zu viel arbeiten sollst, beziehungsweise gucke bitte genau hin, wie die Art deines Fokus ist. Ja, nicht nur die Arbeit, sondern auch mal weggehen oder eine Auszeit, mal Kaffee trinken, mal innehalten. Irgendetwas in der Art darfst du bitte noch praktizieren, was hier noch nicht ganz so in der Waage ist. Ja, so meine Lieben, welche Göttin ist hier bei euch? Lasst mich mal schauen, welche Göttin ist hier bei euch? Welche Göttin? Ja, dein Potenzial, genau. Um dein Potenzial leben zu können, du weißt, dass du erfolgreich sein kannst, das sieht man ja auch, ja. Darfst du aber trotz alledem etwas zum Abschluss bringen. Wir haben die 9. Die 9 ist immer etwas zu beenden, weil danach kommt die 10, dann endet etwas. Also hier ist irgendwas und es könnte wirklich sein, die sagen immer wieder, die zeigen mir so eine Waage. Auf der einen Seite ist die Auszeit, auf der anderen Seite ist die Arbeit. Hier dieses Verhältnis wieder in Waage bringen, hier etwas dein Potenzial dir einteilen, so dass du kontinuierlich lichtvoll arbeiten kannst. Die sagen mal raus aus der dritten Dichte, aus diesem Alten, was man dir an Denkstrukturen und Glaubenssätzen gelehrt hat. Raus da, ja, fühle, was du möchtest. Wo ist dein Fokus? Um in die Fülle zu kommen oder zu bleiben. Das ist dein Potenzial, was du lebst. Ja, genau. Habt ihr gehört, ne? Also, wenn ich euch das Bild jetzt zeigen würde, würdet ihr euch totlachen. Ja, aber gut. Bleiben wir mal bei der Sache hier. Also, bitte Fokus auf das, was dir gut tut. Ja, und wenn du Dinge anders machst wie sonst, ist es genau in Ordnung. Genau richtig. Ja, es ist in Ordnung. Du darfst es so machen, wie du. Wie es sich für dich gut anfühlt. Wie du sagst, damit kann ich leben. Gibt kein Buch, wie du irgendwas machen musst. Das ist wie mit den Pferden. Jedes Pferd ist anders. Wenn du 10, sag ich mal, 10 Friesenpferde hast, kannst du davon ausgehen, dass jeder anders ist. Guck dir die Kinder an, die es heute gibt, in den Schulen, in den Kitas, sind alle anders. Aber nicht nur anders, weil sie Mädchen und Jungs sind, sondern weil die einfach von ihrer Wahrnehmung her ganz anders sind. Und dann gibt es auch noch die Unterschiede. Der eine ist ruhiger, der andere ist lauter, der nächste ist halt aggressiv, weil er halt nicht gesehen wird oder mehr Aufmerksamkeit braucht.
Und genauso ist es hier. Wir dürfen in jeder Situation immer wieder neue Entscheidungen treffen. Und deine Entscheidung hier ist, zwischen Arbeit und Auszeit zu entscheiden, dich in Waage zu bringen, damit du dein volles Potenzial leben kannst. Okay? Meine liebe Waage, das ist eine tolle Legung. Ich wünsche dir ganz viel Licht und Liebe. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke für deine Unterstützung. Und denk dran, wenn du mit dabei sein möchtest, bei der kostenlosen Legung, wo ich das live mache, dann gerne den Kanal abonnieren. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.